Herr Weißlob, was war der perfekte Moment in Ihrer Karriere? Also der perfekte Moment war bei meinem letzten Springen. Es war das Abschiedsspringen und sicherlich auch schon mal in der einen oder anderen Trainingseinheit vorher. Man würde vielleicht meinen, es war ein Wettkampf, ein großer Wettkampf, den man gewonnen hat. Aber bei Wettkämpfen steht man quasi so unter Druck, dass vieles, was man dort macht, einfach automatisiert abläuft und nicht bewusst wahrgenommen wird. Und bei diesem letzten Springen, es war mein Abschiedsspringen, da hatte ich ein Gefühl eigentlich wie noch nie. Also ich konnte quasi bis in die letzte Fingerspitze oder Fußspitze alles haargenau realisieren. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich an dieses Abschiedsspringen ohne Erwartung herangegangen bin, überhaupt keinen Druck hatte, und es war das letzte Springen überhaupt und eben auch nach einer gewissen Pause schon. Und das ist oft so gewesen, dass wenn ich nach einer Pause wieder eingestiegen bin, eigentlich die Bewusstheit größer war zu dem, was ich mache, als wenn man im Dauertraining ist oder im Wettkampf. Und das war unglaublich. Aber ich weiß auch, hätte ich dann weitergemacht, und das war zum Beispiel dann beim letzten Sprung dieses Abschiedsspringens schon so, wo es quasi um den Sieg ging, war dieses Gefühl nicht mehr so ausgeprägt. Und da merkt man einfach, wie viel Erwartungshaltung, Druck im Wettkampf ausmacht und wie sich das dann auf die eigene Wahrnehmung legt. Wäre es da nicht schön gewesen, dieses Gefühl öfter zu haben in der Karriere, also dieses ganz besondere Erlebnis öfter zu spüren, automatisieren zu können? Klar, das wäre schon ein Wunsch ge gewesen, aber auch ich sag mal, das waren in meiner ganzen Laufbahn waren das vielleicht zwei, drei Trainingseinheiten, die genauso abgelaufen sind. Ne? Aber wäre das möglich gewesen, hätte man das schon gemacht. Aber diese ständige Routine des Trainings, auch quasi dieser teilweise Müdigkeitseffekt, den man ja im Training hat, ich glaube, der verhindert das einfach. Also da glaube ich, braucht man sich keiner Illusion hinzugeben, dass man das ständig abrufen kann. Welche Rolle hat in Ihrer Karriere, beginnend von den frühen Jahren im Nachwuchs bis hin zu den ganz großen Jahren, die Sportpsychologie gespielt? Ich sage mal, im Skispringen gibt es so den Spruch, wenn es läuft, kannst du auch einen Pförtner mitschicken. Also du brauchst nicht mal einen Trainer. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn es nicht läuft? Und das kann im Skispringen von heute auf morgen passieren, dass du einen Fehler drin hast und es geht nicht. Und da glaube ich, die Psyche im Skispringen durchaus eine große Rolle spielt, nämlich genau in der Entscheidung, wenn es eben um Sieg oder den zweiten Platz geht, ist, denke ich, der Sportpsychologe oder Handlungen, die das beeinflussen, durchaus hilfreich. Und wir haben mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1984, also ich war damals 17 Jahre alt, 1982 damit begonnen, sportpsychologisch zu arbeiten. Das heißt, über einen richtigen Sportpsychologen versucht, Handlungsfelder, die man ja tagtäglich durchläuft, zu beeinflussen bzw. routinemäßig auch ablaufen zu lassen. Und das ging erstmal los mit autogenem Training. Und viele sperren sich ja von Haus aus, weil sie damit nichts anfangen können, weil sie darin vielleicht auch keinen Sinn sehen. Und bei mir war das Entscheidende, glaube ich, dass ich vielleicht mit der ersten Einheit, Übungseinheit, autogenem Training, vielleicht war es auch später, etwas wahrgenommen habe und was ganz Entscheidendes. Also von Haus aus bin ich jemand, der oft kalte Hände und kalte Füße hat.
Und wir haben dort autogenes Training gemacht und das geht ja los mit Entspannung und Blut durchströmt den Körper und bis in die Fingerspitzen und quasi den Körper von oben nach unten abgearbeitet. Und ich bin danach aufgestanden mit warmen Händen und warmen Füßen. Und da, das war für mich das entscheidende Kriterium zu sagen, also wenn du es hier schaffst, also dich so zu konzentrieren oder in den Zustand zu versetzen, dass du warme Hände und warme Füße bekommst, dann kann das ja nichts Falsches sein. Also all das, was vielleicht danach kommt. Und wir haben über viele verschiedene psychologische Übungen, dann sind wir quasi in den Bereich gekommen, wo es im Skispringen ankommt, nämlich dann auf den Bewegungsablauf und den, dort ist es ja entscheidend, den auch in dieser Drucksituation möglichst abrufen zu können. Ich will mal sagen, Einfluss zu nehmen ist natürlich das Höchste, was gelingt. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das dadurch gelungen ist. Aber ich glaube schon, dass die Übungen, die wir dann in die Vorbereitung auf den Sprung haben einfließen lassen, vielleicht einen Teil dazu beigetragen haben. Sie hatten es schon angesprochen, diese Drucksituation, wenn ein Springer dann auf dem Backen sitzt und kurz vorm Sprung steht oder die letzten Meter dann die Treppenstufen runtergeht. Was geht da in dem Kopf von einem Sportler vor? Ja, das ist ja beim Skispringen so ein Auf und Ab der Konzentration. Also, weil man sich nicht permanent nur mit diesen einen, zwei Befehlen befasst, auf die man sich quasi im Sprung konzentriert. Also es sind ja meistens diese stereotypen Fehler, die sich über die ganze Sportlerlaufbahn hinziehen und auf die man besonders achtet. Es kommt vielleicht mal ein oder zwei Schwerpunkte noch mit dazu, die vielleicht gerade aktuell so ein kleines Fehlerbild abbilden, worauf man sich konzentriert, dieses nicht zu machen, aber es sind meistens nur ein, zwei Schwerpunkte. Und um nicht quasi in diese Übersteuerung reinzukommen, habe ich eigentlich immer versucht, auch wenn ich da die Stufen runtergegangen bin oder hoch, wie auch immer, mir auch mal die Landschaft anzuschauen. Also einfach mal einen Blick in die Weite und auch mal in anderen Gedanken zu fassen. Also nur wahrzunehmen. Schön, schöne Landschaft, schönes Wetter oder einfach auch bewusst, um mal abzulenken von dieser permanenten Konzentration auf den Sprung und dann quasi in der Startvorbereitung immer wieder, ich würde sagen, in Wellen, also immer wieder auf den Punkt zu kommen, bis man dann quasi wirklich auf dem Balken sitzt und dann nur noch in dieser Konzentrationsphase ist. Mit dem Blick auf die heutigen Talente, wann würden Sie denen eigentlich sportpsychologische Unterstützung empfehlen? Sollte es zum Training der guten Nachwuchsleute schon dazugehören oder irgendwann später erst eine Rolle spielen? Also ich denke, dass man mit einfachen Übungen, also schon mal mit autogenem Training zum Beispiel, durchaus Konzentrationspunkte schaffen kann, die man sonst vielleicht nicht so setzt. Also auch vielleicht die Wahrnehmung, die bessere Wahrnehmung damit vielleicht ein bisschen anschiebt, einfach damit der Sportler, die Sportlerin sich von Kopf bis Fuß einfach mal wahrnimmt. Also ob das jetzt mit autogenem Training ist oder mit anderen Dingen, also da gibt es ja die verrücktesten Sachen, wie man das schulen kann. Aber ich denke schon, dass man über bestimmte Übungen, ob das jetzt immer mit Sportpsychologie zu unterliegen ist,
Das kann ich nicht direkt beurteilen, aber ich glaube, es führt auf alle Fälle in diese Richtung, weil es ist quasi über die Psyche, die bewusste Wahrnehmung von Dingen, die ich mache.